Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir waren letztes Mal auf Meridian oder nicht ganz Meridian oder wie auch immer das Ding jetzt endlich heißt. Haben herausgefunden, dass es halt nicht Meridian ist, sondern Meridian scheinbar eine Riesenkugel ist, so wie es da dargestellt wurde. Ja, und sollen jetzt, müssten quasi als nächstes jetzt eben diese Riesenkugel, was eigentlich Meridian ist, finden. Mir ist vorhin mal sowas aufgefallen. Ich meine, wir wissen das jetzt, dass das nicht das echte Meridian ist. Ich habe es beim letzten Mal ja quasi schon mal angesprochen. Der Archon weiß das nicht. Zumindest sollte er es nicht wissen. Irgendwie gehe ich stark davon aus, dass er es jetzt trotzdem weiß. Warum? Ich meine, es wird mich überraschen, wenn wir in der Hauptquest jetzt keine Cat mehr treffen, weil wir ihnen voraus sind. Das glaube ich irgendwie nicht. So, es gibt neue Mails. Von Drac. Im Vortext. Okay, machen wir mal. Carrie. Achso, ja. Genau, mit ihr soll ich mal sprechen. Was ist das? Cora. Rosengarten noch gedacht. Okay. Fähr nicht gefunden, weiter. Zoe Walzburg. Achso, von Kello. Ah. Glaube ist merkwürdig. Ach, Liam, das habe ich schon oft gedacht. Fakten über die Cat. Lexi, da ist sie doch. So. Direkt auf zu Lexi. Das klang nämlich gerade so, als könnte ich. Die war doch gerade noch hier. So, wahrscheinlich ist sie jetzt halt unten wegen. Wegen der Quest, damit ich weiß, wo ich sie finden soll. Sehr schön. Dann ist der Filmabend so gut wie fertig, weil. Hallo? Das Letzte, was noch fehlen müsste, wäre dann ja Heute ist das mein hier. freier Abend. Ich kann mich nicht erinnern, ihn genehmigt zu haben. Ich kann Knochen ebenso gut brechen wie heilen, Pathfinder. Was lesen Sie da? Harrys letzten Bericht über Scott. Er ist ein schwieriger Patient. Sie haben also nicht wirklich einen freien Abend. Eine vernünftige Work-Life-Balance war noch nie meine Stärke. Sie lieben eben Ihre Arbeit. Daran ist nichts falsch. Erzählen Sie das mal meinen Ex-Freunden. Wie schaffen Sie das? Wie schaffen Sie es, sowohl Sarah als auch der Pathfinder zu sein? Wollen Sie es wirklich wissen? Ja, ich bin einfach von Natur aus fantastisch. Oh. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Nee, Lexi, du wolltest nämlich mit mir sprechen. Wie in dem Filmabend. Ich bin im Maschinenraum. Das ist mir gerade wurscht, Gil. Lexi. Ich habe gehört, Liam plant einen Filmabend. Ja, vorausgesetzt, unsere Aufgaben lassen uns jemals genug Zeit dafür. Das erklärt, wieso Drac und Peeby versuchen, irgendein zweifelhaftes Gebräu herzustellen. Wenn sie sich bei den Mengen nur ein wenig vertun, könnte ihr Fusel zu Blindheit führen. Oder Schlimmerem. Da gibt es deutlich bessere Möglichkeiten. Zum Beispiel? Schnaps. Einen Asari-Schnaps namens Akanta. Es gab da diese wundervolle Werbung in Schwarz-Weiß. Vielleicht haben sie ja auf der Nexus eine Flasche. Ich bin sicher, er wäre auch nicht zu teuer. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn haben. Dann will ich sie. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich hatte recht, es geht ums Saufen. Ein zweifelhaftes Gebräu. Was versucht ihr? Versuchen die halt auch so eine Art Schnaps zu brennen? Kann doch nicht so schwer sein. Ich wette, wenn ich 5 Minuten google, finde ich die Antwort, wie man Schnaps brennt. Gut, das ist der Plan für heute, der Filmabend. Lass mich jetzt auch durch nichts von abbringen. Verdammt, kann doch nicht so schwer sein. Jo, ich hatte vorhin recht, es sind tatsächlich nur ein paar neue Systeme aufgetaucht. Aber hier oben fehlt immer noch eins. Gut, vielleicht ist das irgendwann storymäßig wichtig oder sowas. Auf zur Nexus. Sollte jetzt eigentlich das Letzte sein. Wenn wir dann mit Lexi fertig sind, sollte ich vielleicht schon zu Liam gehen können. Dann sind wir, ja, bereit, den Filmabend zu starten.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Und die Salarianer-Arche ist immer noch nicht hier, wie mir scheint. Komisch. Ich weiß, ich habe jetzt noch zwei andere Quests, auch hier, nämlich mit Drac und mit Carrie. Die werde ich jetzt beide nicht machen. Ich will diesen Fell überhaupt. Das war eine schöne Quest. Komm, Kerl, beeil dich mit dem Landen. So, ich gehe mal davon aus, hier vorne im Gemischtwarenladen finde ich, was ich suche. Fünf Stück, her damit. Das wird teuer, aber her damit. Und... Oh, her damit. Her damit. Her damit. Teuer, aber das war's wert. Ja, sorry, Schnaps zu Lexi bringen. Lexi, nicht alles wegsaufen, bevor der Abend losgeht. Und wieder weg. Tritt drauf, Kello. Gib Gummi. Lexi. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja. Hey, Lex. Eine Flasche Akanta, noch so gut wie voll. Er dient natürlich rein medizinischen Zwecken. Man bekommt davon so gut wie keinen Kater, was Peavy und Drac sicherlich sehr entgegenkommen dürfte. Natürlich. Danke, Ryder. Würden Sie Liam bitte fragen, wann es soweit ist? Ich muss vorher noch einige Dinge zu Ende bringen. Dann will ich Sie... Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Sehr gut, dann legen wir jetzt direkt los. Oder rechnen mit Vetra? Scheiß auf das mal später. Filmabend! Ich sage, sehen wir uns ein paar Filme an und alle anderen sagen, nein, es muss schon was Besonderes sein mit allen Schikanen. Beschweren Sie sich etwa? Nein, naja, vielleicht. Jetzt muss ich es nämlich allen recht machen. Sie haben mir eine brauchbare Bibliothek besorgt, aber... Ich habe gehört, irgendwer hat den Director's Cut von Die letzte Legion, die unzensierte Version, restauriert und ohne die beschissenen Extras für die Hanar. Und Sie wollen, dass ich sie besorge? Tja, das wäre natürlich das Sahnehäubchen. Ich bereite einstweilen alles vor. Wir sind mehr als bereit für einen Videoabend. Muss ich jetzt wieder zurück zu Nexus? Auf Kadara. Noch schlimmer. Ach komm. Also können Sie das Problem lösen? Ich muss nur eine Konfigurationsdatei editieren. Das bekämen vermutlich sogar Sie hin. Ist das nicht ein bisschen sehr optimistisch? Was auch immer Vetra jetzt von mir wollte, ist mir gerade mal kurz wurscht. Da kümmere ich mich später drum. Ich dachte vor allem, es könnte jetzt endlich losgehen. Wir hätten alles. Und dass ich jetzt von Liam quasi die Quest bekomme, los geht's oder sowas. Falsch gedacht. Wäre ja auch zu einfach gewesen, nicht wahr? Ich meine, jetzt habe ich die Seite natürlich zugemacht. Wie viele Quests waren da, das jetzt, die wir dafür gemacht haben? Von Liam war der Anfang. Dann kam was von Suvi, was von Vetra, was von... Lexi und nochmal von Liam. 5 Stück, aber ich glaube, ich habe irgendwen vergessen, oder? Wenn nicht noch einer? Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Naja.
So, du da, Film, her damit. Wie geht's? Jetzt bin ich vorhin mal gespannt, ob ich die Nachricht Vetra will uns sprechen direkt nochmal kriege. Oder ob vielleicht jemand anders auch noch was will. Ups, das war falsch. Ja, komm, beeil dich. Ja, ich hab mich verklickt. Ich denke immer, der Leertaste bestätigen. Stimmt schon. Nee. Hier leider nicht. Spiel, lad schneller. Dankeschön. Ich finde, dass ich hier erst zurückgehen muss und dann nochmal bestätigen muss, dass ich auf die Tempest will. Das ist auch ein bisschen doof. So. So. Ich stehe noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ich bin da durch. Hallo? Schiff, machst du mir wohl die Tür auf? Normalerweise würde ich jetzt immer gerne mit Suvi reden, aber damit trigger ich erst die Hauptquest, deswegen, nö, Filmabend. Einspruch. Die letzte Legion. Den wollten sie doch haben, oder? Sie haben den Film tatsächlich gefunden? Diese Version ist praktisch ein Mythos. Ich sage allen, sie sollen Knabberzeug besorgen. Jarl und Gil meinten, sie könnten was in ihren Quartieren improvisieren. Falls sie erst noch sauber machen wollen, kein Problem. Drücken sie einfach die Konsole, wenn sie soweit sind. Was für eine Konsole? Um die Vidcon-Konsole alle zusammenrufen? Im Quartier des Pathfinders, also. Okay, nein, ich muss sagen, ich bin jetzt neugierig. Suvi, was willst du von mir? Da sind sie ja. Ich habe das Gefühl, ich warte schon ewig. Meridian, von seinen Schöpfern auf den Weg geschickt, aus der Bahn geworfen von der Geißel und jetzt verschwunden. Ein unbemanntes Schiff ist den Meeresströmungen ausgeliefert. Also, stellen Sie sich Meridian als Schiff vor und die Geißel als Meer. Wenn es uns irgendwie gelingt, die Strömungen vorherzusagen und zu verfolgen, Scheiße, könnten wir herausfinden, wohin das Meer das Schiff getrieben hat. Klingt logisch. Das ist genial. Die Geißel ist das Meer, in dem Objekte hin und her bewegt werden. Es ist natürlich keine exakte Analogie, aber es veranschaulicht, was ich meine. Dr. Enmores Vorschlag könnte wirklich unsere beste Chance sein, Meridian zu finden. Wenn wir mehr über die Geißel wissen, können wir sagen, wie sie die Dinge beeinflusst, die mit ihren Berührung kommen. Das heißt, wir brauchen mehr Daten, Sonden für die Geißel, angaranische Sternenkarten. Die Initiative hat vor 600 Jahren Karten von Helios angefertigt. Perfekte Bezugsdaten. Ich kann sie mit Helios in seinem jetzigen Zustand vergleichen, aber ein Datensatz wird nicht ausreichen. Sam, was genau brauchen wir? Daten direkt aus der Geißel. Gesammelt von an Schlüsselpositionen platzierten Sonden. Sobald genügend Daten erfasst wurden, brauchen wir Ressourcen der Initiative für deren Auswertung und Analyse. Anschließend kann ich ein Vorhersagemodell erstellen, um den Kurs von Meridian zu berechnen. Das klingt doch nach einem Plan. Ob er funktioniert, wissen wir aber vermutlich erst, wenn wir es ausprobiert haben. Die Leute zählen auf uns. Suchen wir ihnen ein Zuhause. Das Wissenschaftsteam der Nexus ist vollkommen überwältigt von dem, was sie in der Reliktstadt entdeckt haben. Haben sie sich damals in der Milchstraße auch so gefühlt, wenn sie auf der Suche nach proteanischen Artefakten waren? Ja, ich war immer wie im Rausch, wenn wir etwas Neues entdeckt hatten. Ein Rausch? Ja, genau, das ist es. Nicht wahr?
Wissen Sie, die Erkenntnisse über die Herkunft der Angara haben mich in Bezug auf die Schöpfung ins Grübeln gebracht. Wenn die Jardan Leben erschaffen konnten, was sagt das dann über meinen Gott aus? Sie fragen sich, ob er vielleicht einfach nur ein Wissenschaftler sein könnte? Was, wenn unser Schöpfer genauso ist wie die Jardan? Hochentwickelt, aber sterblich und fehlbar. Selbst wenn es so ist, schließt das die Existenz einer höheren Macht nicht aus. Es könnte immer etwas noch Größeres geben. Etwas, das größer ist als wir und auch größer als die Jardan. Ich habe bisher geglaubt. Und ich werde weiterhin glauben. Denn genau das macht den Glauben aus. Danke, Ryder. Sie wissen immer, was zu tun ist, damit ich mich wieder besser fühle. Und deshalb sind sie auch so wundervoll. Sie verstehen mich einfach. Mhm. Ich meine, in dem Fall müsste man sich ja vor allen Dingen fragen. Ah, sehr schön. Man müsste sich ja eigentlich dann in dem Fall auch fragen, wo kamen zum Beispiel die Jardan her, ne? Das wäre ja eigentlich mal eine interessante Frage. Ich meine, die werden ja wohl auch kaum aus dem Nichts gekommen sein oder sowas, ne? Auch da wird es irgendwie einen evolutionären Prozess oder sowas gegeben haben. So, Filmabend, auf geht's! Sie brauchen dich, Jorix. Nicht ich habe die Legion verlassen, sondern sie mich. Aber ich weiß, was meine Pflicht ist. Okay, wir können uns durch eine Trainingsmontage quälen, die viele als übertriebene Darstellung turianischer Muskeln beschreiben. Sowas gibt's gar nicht. Doch, das... Oder wir spulen zum Absturz eines Schiffes auf einen Asteroiden, der auf einen Mond stürzt. Wir spulen zum Absturz. Wir sehen uns die Montage an. Hier wird nichts übersprungen. Ich bin für den Absturz. Okay, vorspulen zur Action-Szene. Zum ersten, zum zweiten. Zum spannenden Teil, Liam. Aber sie sind im Vakuum. Die Explosion des Schiffes dürfte nicht zu hören sein. Ich hoffe, sie sprechen nicht aus Erfahrung. Es ging ihnen nur um den Effekt, sie haben dafür ein altes Wrack gesprengt. Wie schade, dass die Explosion nicht auch das Drehbuch zerstört hat. Mein Einsatzteam wird den feindlichen Kreuzer angreifen, General. Gewalt ist die einzige Sprache, die diese Fanatiker verstehen. Wieso ein Einsatzteam? Torpediert den Kreuzer doch einfach. Völlig übertrieben. Sie sollen einfach einen Techniker holen, der die Lebenserhaltungssysteme und Triebwerke abschaltet. Problem gelöst. Und dann sitzt er auf einem feindlichen Schiff fest? Nein, ein Torpedo und die Sache ist erledigt. Moment, ich habe einen cooleren Plan. Jetzt will ich wissen, was das ist. Ich würde ihre Sensoren rüsten, über den Rumpf spazieren, die Lebenserhaltung abschalten und sie alle als Geiseln nehmen. Hab ich schon gemacht. Ist nicht so aufregend, wie es klingt. Ernsthaft? Ich habe meine Narben als Beweis. Und ich dachte, die hätten sie sich zugezogen, als sie von einem Barhocker gefallen sind. Apropos, es wird Zeit für die nächste Runde. Wer will ein Baron's Jaw oder ein Euphemistically Delicious? Hören Sie zu! Tyrannus. Tyrannus! Nein! Ah, es war nur ein Sidekick. Die sterben wie die Fliegen. Es geht doch nichts über Overacting. Selbst Ryder könnte das besser. Klar, wenn ich wollte. Na dann mal los. Kommen Sie schon, führen Sie uns was vor. Ich spiele den Sterbenden. Okay. Geht nichts über einen schönen Trashfilmabend. Das ist nicht fair. Er war noch so jung und Salariana. Er hatte noch so viel zu geben. Ryder, ich spüre meine Gallenblase nicht mehr. Matt? Haben Sie überhaupt eine Gallenblase? Oh nein, es ist schlimmer als ich dachte. Nein, verdammt sollen Sie sein, Sie alle. Da war ja selbst der Turianer glaubwürdiger. Ich schwor, meine Liebe zu dir strahlt heller als tausendmal tausend Sterne. Oh, Jorax, so viel.
Jahre. Unsere Herzen sind eins. Keine feindliche Flotte, kein Sternenmeer kann uns jemals wieder trennen. Ich glaube, Phoebe Pett. Schön. Und es ist anders, okay. Ich dachte zwar nicht, dass das ganz ein bisschen anders abläuft, aber gut. Es ist also kein Zufall. Die Person, mit der meine Beziehung angefangen hat, sitzt also auf jeden Fall am Ende scheinbar neben Ryder. Ich dachte eigentlich, es wäre die ganze Zeit, deswegen war ich am Anfang etwas überrascht. Weil ich weiß noch, dass beim letzten Mal Cora neben Ryder saß. So, was mache ich denn mit dem ganzen Krimskrams? Da habe ich alles. Da habe ich auch... Okay, ich glaube, es bleibt nicht mehr viel über. Moment, was? Achso, da. Ja, komm, was auch immer das ist. Munition. Na komm, warum nicht? Ja, damit. So. Endlich haben wir diese Quest auch mal geschafft. Filme haben. Natürlich erstmal Trash-Filme. Warum sollte man sich auch was Vernünftiges raussuchen? Wunderbar. Ich würde aber sagen, dann können wir uns beim nächsten Mal... Wir könnten uns darum kümmern. Wir könnten es auch lassen. Erstmal können wir uns um diese Mission hier kümmern. Vor allem mit Suvi. Bin ich jetzt gespannt, was das gibt. Tekla Boss auf der Nexus treffen. Okay. Hier noch was? Nö, da ist nichts Neues. Na gut, hier gibt es jetzt noch die. Können wir noch was machen mit Carrie. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Es sind nicht viele Sidequests, aber die möchte ich jetzt auf jeden Fall noch machen, bevor ich mich wieder der Hauptquest widme. Bis zum nächsten Mal. Ciao.